der Mutigste begraben liegt, oder? Brave ist ja. Ist ja Mut, Bravery. Und so. Aber. Meinen die, oder. Verstehe ich das falsch? Der Mutigste Perry ist gereinigt? Jetzt muss ich mir das nochmal durchlesen. Where the bravest, most near to us are petrified. Ach, wo der nächstgelegene Star ist. Ah, dann ist es die Statue. Ha! Natürlich, weil Statuen sind starr. So, dann können wir den nächsten anmachen. Jetzt ist die Frage, wo ist er als nächstes? Also Bumblebee können wir hier locker hochleveln, das ist schon mal gut. Und dass wir jetzt mit Level 9 und 10... Die Frage ist nur, welches Level hätte dann die nächstgelegene Arena? Weil ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn die nächstgelegene Arena, da ist er. So. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich erinnere mich, was? Halte Bubbles, I remember, ich habe es nicht nach draußen geschafft. Wo alle großen Geschichten come into. Zusammenkommen. Hier? Oder meinen die... Hier. Es geht um die Fairy Gates. Ah, da! Bitte! Ja. Okay, wo all die Geschichten zusammenkommen. Oder zu zweit kommen. So, dann haben wir noch eins. Und jetzt haben wir nur noch einen Blatt, der muss aber da unten sein. Es hat richtig was von einem RPG und nicht von Pokémon, weil ich sag mal so, die Pokémon-Spiele an sich haben keinen so... Ja. Die haben sowas einfach nicht. So, da müssen wir gar nicht drum herum reden, die haben sowas nicht. So, Bumblebee ist sogar schon Level 17. So, was hast du zu sagen? Halt, die Burps. Ich muss andere Fotomonster schützen. Finde die Glühbirne auf einem gefallenen Zettel. Schatten des Blutes. So. Ja, genau, so ungefähr spielt sich's ab. Vielleicht ist es irgendwo hier. Nee, auf einem feingelassenen Bericht, aber Blut haben wir hier nirgendwo stehen gehabt. Gut, die Pokémon-Rätsel waren auch mitunter die anderen Sachen mit, stell dich hier auf das Ding, du wirst da hin und her gekreiselt, bis du da landest, mach Trial and Error bis zum geht nicht mehr und dann irgendwann schaffst du's. Und wenn du versagst, dann musst du gegen Trainer kämpfen. Das ist auch der Trick in Pokémon XY. Gab es ja eine Arena, wo du in jedem Stockwerk raten musstest,
du hast eine Frage bekommen. Und wenn du, du musstest, hast dann drei Antworten zur Auswahl und musstest halt dann, naja, raten. Musstest halt dann ein Quiz erfüllen, sagen wir mal so. Und, ah, hier, Blatt vielleicht, weil es rot ist. Ha, doch, wusste ich's. Und wenn du falsch lagst, hast du gegen einen Trainer kämpfen müssen. Wenn du richtig lagst, zwar auch, aber dann bist du weitergekommen. Wenn du den richtigen besiegt hast. Und die Leute haben sich halt irgendwann gesagt, okay, dann kämpfen wir halt gegen den Falschen. Weil Training. Kann ich gegen den Falschen kämpfen? Kann ich gegen einen kämpfen, der ein hochstufiges Pokémon hat und nicht unbedingt so stark ist? Weil es hat wirklich rein gar nichts ausgemacht, ob du falsch lagst oder richtig. Du konntest im Prinzip alle drei Antworten durchtesten. Und es war nicht so, dass du nicht auch einfach rausgehen konntest. So. Die geisterhafte Präsenz ist irgendwo. Oh, da können wir jetzt runtergehen. Ja, meines Wissens nach geht's immer noch nur bis zum zweiten Orden. Da hat sich nichts geändert. Es sind nur ein paar neue Sprites gekommen. Also ein paar. Warum mache ich Tackle? Ein paar Sprites haben sich verändert, haben wir jetzt schon bemerkt. Und ein paar Bugs wurden gefixt, wie. Dass es kein Level-Up gab. Also, dass sie sich nicht immer entwickelt haben, wenn sie das Level erreicht haben. Das wurde zum Beispiel gefixt. Soweit mir bekannt. Das haben wir ja letztes Mal festgestellt. Und wie gesagt, es gibt ein paar neue Sprites gerade. Little Girl, help me. Das ist ein Pokémon. Oh, ich muss in das reinlaufen. Ein Yinkai. Keine Ahnung, was ein Yinkai ist. Scheint aber nicht unbedingt ein normales Pain Split. Okay, mach Pain Split. Went to sleep. Ja, ich versuch's zu fangen. Das Problem ist nur, ich muss ihm noch Schaden machen. Feenwind. Okay. Jetzt haben wir dein komplettes Moveset durch. Wenn du noch einen anderen Move kannst, dann bescheißt du. Ich mag seinen Pain Split. Das ist sehr effektiv mit dem Pain Split. So. Es ist paralysiert, es ist auf halbem HP. Warum nicht? Und wir haben Zucker gefangen. Eine Geistfee. Ich wusste schon, dass es Fee ist. Es gibt Gerüchte, dass Jinkai monatlich auftaucht, um kleine Kinder aus Leneka zu kidnappen und die Bösen. Kleine Kinder und die Bösen aus Leneka zu kidnappen. Das ist nur eine Geschichte, ein Märchen, oder? Ein Blue Monk Pokémon. Okay, der blaue Mönch Pokémon. Ja, natürlich. Das sind immer für einen Spitznamen für ein total unbekanntes Pokémon bereit. Ist eigentlich Black Ace noch da oder packt der immer noch? Funky Monk. Ich bin so noch das Beste. Ah, zur Not hört er uns. Auch die anderen dürfen gern mitmachen, die neu dazugekommen bist. Ihr
dürft euch gerne im Chat melden und einen Namen für dieses Pokémon nehmen. Wir haben bisher nur einen und Gruselfee passt eigentlich auch. Es ist ja schließlich ein Geistfee. Ja, Funky Gruselfee passt, ja. Aber Funky Monk nicht. Weil es kann Drainkiss, Fairy Wind und das hat irgendwie. Als Mönch sehe ich eher so den hohen altehrwürdige Tradition im Kendo Ding Bums Karate. Doh! So. Ist, dass sich die Beteiligung wieder mal in Grenzen hält. Ja, okay, sie ist schon ziemlich groß mit zwei Leuten. Doppelt so groß wie sonst. Ja, Pain Split. Das ist ja. Es ist eigentlich das dümmste Pain Split, was hier eingesetzt wurde. Hier ein geschwächtes Pokémon. Ah, ich setze Pain Split ein. Moment, du hast mehr HP. Ja, egal. Bleiben wir bei der Gruselfee. Weil das ist schon gruselig, was diese Fee gemacht hat. So. Ich hab hier was. So, Gruselfee wurde auf irgendjemand das PC übertragen. In Box 1. Und es gab 330 XP. Bumblebee ist Level 18. Und damit das stärkste Pokémon, das wir haben. Ah, es ist weg. Und jetzt springt sie einfach rüber. Vielen Dank, vielen Dank, ich dachte, die Pokémon möchten spielen. Aber es war so gemein und es wollte mich nicht heimlassen. Bitte komm mich besuchen zu Hause. So. Raus hier. Schneller. Wir sind raus. Du hast wieder was? Lass mich raten. Honig. Den haben wir schon 8 Mal, nämlich. So. So. Dann haben wir es jetzt sortiert. Gehen wir. Oh, was sagen die hier? Nun, da das kleine kleine Girl zurück ist. Nun, dass das kleine Mädchen zurück ist, haben wir die Route 4 geöffnet. Es ist so nett zu wissen, dass das kleine Mädchen wieder bei seiner Familie ist. So, heile unsere Pokémon, Pokémon. Wir müssen echt mal gucken, dass wir entweder ein paar evolutionierte Pokémon bekommen oder ein besseres Team zusammenstellen, weil wir haben eine echte Elektroschwäche. Wir wissen noch nicht, ob wir vielleicht noch ein paar Pokémon fangen können hier. Wir haben ja noch nicht alles abgecheckt. Wobei, wenn wir hier gucken, also was haben wir noch nicht gefangen? Das hier ist nur eine Entwicklung von dem. Da ist nichts. Ah, Furbat haben wir noch nicht. Wird das jetzt eigentlich angezeigt, Furbat? Areas. Area unknown. Okay. Den haben wir. Es ist ein Wasser-Pokémon. Ja, Magnut haben wir. Tsutsumi haben wir. Ja. Oh, den Fisch haben wir noch nicht. Da, wir nehmen uns den Fisch mit, wenn wir ihn fangen. So, dann gucken wir mal, was können wir rauswerfen. Ich meine, halt, Summary. Du bist normal.